Hey, ciao zusammen, herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Es ist Dienstagabend. Ich bin schnell am Schauen, wie die Wellen sind. Heute Morgen war flach wie der Thunersee. Wir konnten surfen, schade. Und jetzt ist Abend, was ist jetzt für Zeit? 6:45 Uhr. Und ich dachte, ich komme mal schauen, ob der Swell zugenommen hat, damit ich vielleicht morgen wieder gehen kann. Aber im Moment sieht es noch nicht so super aus. Muss dann halt morgen noch eins in die Kameras schauen. Wir haben hier Surfkameras an den verschiedenen Stränden platziert. Man kann also mittlerweile relativ gut nachschauen, ob man surfen soll oder nicht. Bei dieser Gelegenheit darf ich euch aber auch sagen, dass mein neuester Beitrag auf meinem YouTube-Kanal von Gunten live geschaltet ist. Und das Mal war ich im IT-Surf. Der IT-Surf ist ein Surfladen, den sie im 1972 gegründet haben. Und ist ein ganz spezieller Ort. Die haben wirklich alles. Alles, was irgendwie in den Heftchen angekündigt wird, was irgendwann in den nächsten 6 Monaten kommen soll, ist die Chance gross, dass sie es heute dort schon haben. Wenn ihr reinkommt, schlägt es noch fast ein bisschen vor lauter Chaos. Ihr seht auch keine schön polierten Gestell oder ausgeklügelten Belichtungssystem. Alles ist von Hand gemacht, von Holz. Ihr findet Kartonbeschriftungen etc. Der Teppich ist dreckig. Es hat überall Poster, die vier übereinander geklebt sind. Ganz speziell. Aber in meiner Ansicht ist es einer der legendärsten Surfshops, die wir hier haben in Kalifornien. Und ich freue mich außerordentlich, hat sich der Daniel, der Manager, der seit 30 Jahren dort arbeitet, sich Zeit genommen hat und mir eine Stunde hinter die Kulissen geführt hat von diesem Laden. Wer gerne hinter die Kulissen schaut, wird den Beitrag genauso spannend finden, wie es für mich war, ihn zu filmen. Ich hoffe, auch ihr geniesst den Rest des Sommers in der Schweiz. Ihr habt etwa genug Servilas im Kühlschrank und ihr freut euch schon auf das nächste Wochenende. Also, das war's für heute. Merci fürs Hineinschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao zusammen.